So, und weiter geht's. Da war doch hier noch mehr zu sagen, als ich dachte. Was ist mit Monsieur Jimmy Nash? Da weiß ich noch nichts, Poirot. Aber Scotland Yard hat versprochen, heute Abend noch anzurufen. Okay. Irgendwelche Neuigkeiten über Gideon Fell? Er wird gerade verhört. Ich hoffe noch heute weitere Informationen zu erhalten. Okay, was ist mit Mrs. Castle? Was ist mit Mrs. Castle? Sie hat sich mit gewissen Personen in Exmoor getroffen und dann den Zug nach Southampton genommen. Sie versucht, außer Landes zu gelangen, vermute ich. Sie wird festgenommen, sobald sie auch nur einen Fuß auf ein Schiff setzt. Ihre Kontaktpersonen werden beobachtet, nehme ich an. Scotland Yard ist dran. Zeit, dass wir die verbleibenden Rätsel lösen. Ich brauche Ihre Hilfe. Aber gern. Ihre Leute sollten den Damm beobachten und jeden aufhalten, der sich zu entfernen versucht. Verlassen Sie sich drauf. Noch etwas? Da wäre noch die Sache mit dem Heroin. Sagen Sie mir, was Sie brauchen. Begleiten Sie mich zur Cutter's Cove. Wir können gern gleich losgehen. Was noch? Wir sind bereit, zur Cutter's Cove zurückzukehren. Und wer zeigt mit einer Katastrophe? Bitte, 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 bitte. Colonel, vielleicht sollten Sie die Leiter zur Cutter's Cove hinuntersteigen. Ich werde Mademoiselle Brewster bitten, mich dorthin zu begleiten. Warum nehmen wir nicht beide die Leiter? Sagen Sie ihnen, die Schmuggler könnten versuchen, mit dem Boot zu entkommen. Sollten die Schmuggler versuchen, übers Wasser zu fliehen, bin ich zur Stelle. Wählen Sie jedoch den Fluchtweg über die Leiter, können Sie sie festnehmen. Bin schon unterwegs. Vielen Dank, Hastings. Sie nehmen Rücksicht auf die Tatsache, dass ich die Leiter nicht sehr schätze. Aber die See, ist sie nicht viel zu rau? Poirot, Sie können nun mal zur Katastrophe nicht fliegen. Fliegen? Non, non. Fliegen ist nichts für Poirot. Stimmt, der hat ja auch noch eine Flugangst. So, dann beenden wir das jetzt. Könnten Sie mich zur Cutter's Cove rudern? Monsieur Poirot. Na sowas. Das Heroin ist weg. Sieht aber gut aus. Sie gehen schön parallel. Mit dem Boot können wir nicht weg. Und Ihr blöder Kompass ist völlig nutzlos. Ich verstehe das nicht. Der Kompass hat bestens funktioniert, bevor ich ihn verliehen habe an... Oh, da bin ich Ihnen wohl auf den Leim gegangen, was? Ich fürchte ja. Sie sind ganz schön clever, wie? Oui. Würden Sie mir den Kompass noch einmal überlassen? Ich schätze, Sie haben es sich verdient. Die Butterbrotdose nehme ich an mich, falls Sie nichts dagegen haben. Ein paar Fragen, nur so aus Neugierde. Sie übernahmen die Lieferungen von einem größeren Schiff auf See? Ja. Monsieur North, Sie holten Sie in Cutter's Cove ab? Ja. Sobald ich das Signal sah, dass die Luft rein sei. Sie benutzten eine Signallampe? Nein. Die Segel natürlich. Natürlich. Rot, um Monsieur North zu signalisieren, dass die Lieferung noch nicht bereit sei. Weiß, um ihn wissen zu lassen, dass er sie über den Gang vom Smugglers End abholen könne. Genau. Ich habe mir schon vor Monaten einen Schlüssel besorgt, als das Ding noch offen war. Das hat recht gut geklappt, bis eines Tages bei der Übergabe auf See plötzlich ein U-Boot auf mich feuerte. Zu gefährlich inzwischen. Das sollte unsere letzte Lieferung sein für eine Weile, bis wir einen anderen Weg finden. Tja, der Krieg macht Unannehmlichkeiten. Richtig. Das kann man wohl sagen. Den Geist zu spielen. War das Ihre Idee, Mr. North? Wohl kaum.
Blatt hielt es für ein wirksames Mittel zur Abschreckung neugieriger Einheimischer. Ich hielt es für kompletten Schwachsinn. Ich denke, damit wären wir hier fertig. Colonel Weston, wenn Sie Monsieur North Ihren Leuten übergeben könnten, ich hätte gern, dass Monsieur Blatt uns heute Abend im Speisesaal Gesellschaft leistet. Ganz wie Sie wünschen, mein Freund. Ich würde Sie erschießen, Poirot, aber jemand hat meinen Revolver gestohlen. Mhm. Jemand hat den Revolver gestohlen. Eh bien, Hastings, der Mord an Millie Parsons ist jetzt aufgeklärt. Die Kollaborateurin ist geflohen und bringt Scotland Yard hoffentlich weiteren Verrätern auf die Spur. Wir wissen, wer das Voodoo-Ritual abgehalten hat. Die Schmuggler wurden in flagranti ertappt. Es bleibt ein letztes Ziel. Die Person, die Arlena Marshall ermordet hat. Dann wussten Sie inzwischen, wer Arlena Stewart getötet hatte? Aber natürlich. Und auch Sie sind im Besitz sämtlicher Indizien. Okay. Wehe, du schmierst das, du Scheißspiel. Pass auf, du. Hastings, der Augenblick ist gekommen. Die Krönung eines jeden Falls, jener sublime Moment. Der Scheinwerfer erstrahlt, das Publikum verstummt und alle Augen erheben sich zu Poirot. Heute Abend soll die Bühne Ihnen gehören. Einige werden die Enthüllungen mit Erleichterung vernehmen, andere werden zornig sein. Und einige werden zuhören voller Furcht, während das Netz der Wahrheit sich langsam, unaufhaltsam um sie zuzieht. Eins noch vorab. Wünschen Sie Poirots Hilfe? Ich kann Ihnen ins Ohr flüstern und Sie führen. Aber falls Sie sich mutig fühlen, lehne ich mich zurück und überlasse es Ihren kleinen grauen Zellen, den Fall aufzurollen. Wie also lautet Ihre Entscheidung? Ich würde es gerne allein versuchen. Ich ziehe den Hut vor Ihnen, mein Freund, und wünsche Ihnen Bonne Chance. Nun ja, ich meine... Hastings, reißen Sie sich zusammen. Sie wollten die Zusammenfassung allein präsentieren. Nun tun Sie's auch. Ja, oui. Mesdames et Messieurs, wir haben uns hier versammelt, um zu erfahren, wie Arlena Marshall ums Leben kam. Zwei Dinge will ich eingangs kurz erwähnen. Unsere Gastgeberin, Mrs. Castle, weilt heute Abend nicht unter uns. Sie ist von der Insel geflohen, unter den wachsamen Blicken der Polizei. Guter Gott, wollen Sie damit etwa sagen, Sie habe Mrs. Marshall ermordet? No, ganz und gar nicht. Aber sie steht seit einiger Zeit im Dienste der Feinde dieses Landes. Seien Sie versichert, dass man sie festnehmen wird, sobald sie die Polizei zu ihren Mitverschwörern geführt hat. Außerdem wurden Monsieur Horace Blatt und ein Tagesausflügler namens North in Polizeigewahrsam genommen. Was hat er denn getan? Man hat eine beträchtliche Menge Heroin bei ihm gefunden. Dann hat also Blatt Mrs. Marshall ermordet? Nein. Kollaborateure? Rauschgiftschmuggler? Hatten Sie nicht gesagt, Mr. Blatt, das sei ein recht langweiliger Urlaubsort hier? Richten wir unsere Aufmerksamkeit jetzt auf den Mord. Jetzt geht's los. Um ein Verbrechen zu verstehen, trenne man zunächst die Hinweise auf seine Natur von den vielen falschen Spuren, welche die Sicht vernebeln. Ist das geschafft, bleibt die Wahrheit übrig. Beginnen wir mit dem Vergleich zweier Flaschen. Die beiden Flaschen, die ich verglich, waren natürlich... Parfumflaschen. Ich meine zwei Parfumflaschen. Die erste war in Madame Marshalls Bad. Wie ich selbst bemerkte, hatte sie das Parfum aufgetragen, bevor sie heute früh zum Strand kam. Richtig. Wozu also brauchte sie eine zweite Flasche? Und warum wurde sie in der Höhle gefunden? Es folgt ein weiterer Vergleich, bei dem wir einiges Mademoiselle Danleys Sachkenntnis zu verdanken haben. Ein paar grüne Stoffwetzen, Trümmer und Heroin. Geben Sie mir noch ein paar Minuten. Ich würde sagen, ein paar grüne Stofffetzen. Ein zerrissener Stofffetzen wurde in der Cutter's Cove gefunden, in der Nähe der Höhle. Ein weiteres grünes Stück Stoff fand sich in Linda Marshalls Kamin. Es schien der gleiche Stoff zu sein wie der des Huts von Madame Marshall.
Wie Mademoiselle Darnley auf den ersten Blick erkannte, gehörte keiner der beiden zur Seite des Huts. Ich komme jetzt auf einen weiteren seltsamen Zwischenfall von heute Morgen zu sprechen. Jemand hat eine Flasche vom Hotelbalkon geworfen. Sie verfehlte Mademoiselle Brewster bei ihrem morgendlichen Bade im Rocky Bath um Haaresbreite. Warum eine nicht mehr benötigte Flasche auf diese Art zu entsorgen, wenn es doch praktische Abfalleimer gibt? Auch der Inhalt der Flasche war überraschend. Das war der Sonnenbräuner. Bräunungsmittel. Wie die Überprüfung ergab, hatte die Flasche ein Bräunungsmittel enthalten. Aber das Wetter ist doch ganz ausgezeichnet. Die Sonne scheint jeden Tag. Wer würde denn so etwas brauchen? Dann war da noch der Inhalt von Madame Marshalls Flasche. Trional. Trional. Man hatte ihrem Kaffee eine große Dosis des Beruhigungsmittels Trional beigemischt. Statt sie zu beleben, hätte der Kaffee sie mit Sicherheit in tiefen Schlaf versetzt. Für sich allein genommen haben die Indizien wenig Bedeutung. Aber zusammen? Ein Bad, das nicht nötig war. Zwei Parfümflaschen. Stoff von einem Hut, sehr ähnlich, aber eben nicht gleich. Bräunungsmittel, wodurch die ganze Zeit die Sonne scheint. Das ließ für mich von Anfang an nur einen Schluss zu. Alina Marshall ist eine Persönlichkeitsspalte. Nein, jemand hat sich als Alina Marshall ausgegeben. Jemand wollte sich für Alina Marshall ausgeben. Jemand kopierte Mrs. Marshall. Ihren Hut, ihre tiefe Bräune. Ja, sogar ihren Duft. Und wie können wir feststellen, wann diese Imitation ihrer Person stattfand? Den entscheidenden Hinweis liefert uns ein Geräusch. Das Geräusch des laufenden Wassers und das Tippen einer Schreibmaschine. Das war, bin ich eher das Wasser.